Was war denn das? Was brennt denn da? Wieder eine Holzhütte oder? Ein Krach. Keine Ahnung, ich glaube ein Haus. Evakuierungsstatus war unbekannt, ne? Ja. Gut, dann mache ich Menschenrettung. Guck mal, ob die KI Versorgung aufbaut. Wenn nicht, machst du das. Und Gunner, ja, Druckschlauch, ne? Oder willst du Menschenrettung machen? Sonst, genau, schnapp du dir gleich mal ein Brecheisen. Und dann gehst du durchs Haus. Gegebenenfalls. Oh. Da hat er sich ja nochmal entschieden. Okay, wir haben oberes Stockwerk. Du suchst Gunner, du suchst unten Brecheisen schnappen, unten nach Verletzten suchen. Ich schnapp mir Brecheisen und such oben nach Verletzten. Du machst Wasserversorgung klar, Gunner, und dann kannst auch eine Axt nehmen. Auf der anderen Seite bei mir sind die Brecheisen. Genau, und du machst Wasserversorgung klar und ja, macht er gar nicht. Du musst Wasserversorgung machen. Lass er hat es. Er klemmt doch gerade in den Druckstau. Jo. Eine Good. Person. Ja. Ich bring raus. Alles klar, ich gehe hoch. Also ich glaube, falsches Schlauch genommen hier. Ich gehe wieder rein, suche weitere. Jo. Oben eine Person gefunden, wird rausgebracht. Nimm da sonst mal die KI mit, der steht hier noch rum. Ja, nee, der holt die gerade. Den habe ich mit oben gehabt. Ihr habt Schlauch. Noch eine Person gefunden. Fange im EG an zu löschen. Verstanden. Wenn ihr Räume habt, die nicht verraucht sind, dann macht ruhig die Türen wieder zu, damit die gar nicht erst verraucht werden. Und da die Hitze reingeht. Ich öffne Fenster. Ja. Oben alle Personen gerettet. Ich mache oben Entrauchungsöffnung. Kann jemand hier Stromkasten suchen? Ja, mache ich. Ich komme runter. Haben wir alle Personen gerettet? Nee, ja. Ne? Weiß ich nicht. Negativ. Ich habe hier noch eine. Erdgeschoss. Ja, da stand doch eben, alle Personen sind gerettet. Nee. Suchen und retten steht oben immer noch. Person wird gerettet. Aha, guck mal. Da wäre ich jetzt reingegangen. So weit war ich noch nicht. So, ich bin hinten reingegangen. Strom wird abgeschaltet. Strom ist aus. Alle Personen. Schläuche und los. Alle Personen aus dem Gebäude raus. Brandbekämpfung läuft. Sehr schön. Ich finde das sehr nett, dass du da hinten schon mal die Strahlrohre bereitgelegt hast. Das ist schon mal sehr geil. Hä, wieso nimmt er das jetzt nicht? So, ich gehe von hinten ins Haus. Gunnar, gehst du über die Leiter von oben und löscht von der Treppe aus runter? Das wäre super. Oh, wir haben oben auch schon Rauch, ich weiß nicht, aber kommt wahrscheinlich vom Treppenraum. Fuck, die Küche steht im Vollbrand. Haben wir da einen Fettbrand oder geht das so? Das weiß ich noch nicht. Da steht auf jeden Fall schon mal ein Topf.
Oder eine Pfanne. Ah, der Typ hat einen Feuerlöscher. Ja, habe ich ihn eben losgeschickt. Okay, löschen kann er nicht, musst du dann selbst machen, ne? Ja. Was soll ich hier oben auf der Leiter eigentlich machen? Oben. Achso, ja, brauchst du gar nicht mehr. Check mal, ob es oben brennt. Wenn nicht, runterkommen und dann oben durch die Fenster rein, weißt du? Ich dachte, dann kannst du von oben angreifen, aber ich glaube, von hier unten ist die Treppe bereits gelöscht. Ansonsten einfach unten mit rein und dann schnappst du dir da irgendeinen Raum. Aber oben dürfte gut sein, ne? Ja, oben sieht gut aus. Gut, ja, kommst Treppe runter und dann kannst du dir hier... Fuck. Fettbrand ist gelöscht, dann müssen wir jetzt den Rest noch löschen. Sehr schön. Alter, ey. Der geilste Brand in Friedenberg war eh der bei den einen Flüchtlingshaus da. Mit der Kübelspritze. Ja. Alter. Oh. Oh, ich muss raus, sonst sterbe ich. Das gewinnt hier aber auch gerade echt an Intensität irgendwie, ne? Was ist denn hier los? Fenster sind zu, ne? Kann das sein? Ich guck mal eben. Die Hitze kann nicht raus. Ja, doch. Doch, doch. Sind kaputt. Also zumindest hier Front. Ich glaube, ich habe hinten auch schon welche kaputt gemacht. Okay, dann genau. Ah, ihr seid beide hier. Ist das der letzte Raum, der brennt? Meine? Heute. Mhm. Ja, mal, irgendwie habe ich das Gefühl, im Multiplayer sind die... Also je mehr Leute mitspielen, ja, so umso hartnäckiger sind die Flammen. Ja. Ja, ne? Kommt dir das auch so vor? Das finde ich aber gut. Das ist dann gleich wieder ein bisschen, ne? Ja, sonst hast du einen Industriebrand in 5 Minuten fertig. Ja, ja, das stimmt. Die Eichentische hier, du. Die haben Bock. Sehr gut. Hui. So. Das war das.